So, liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Video bei Became Electric. Heute kein Umbau und kein Auto. Heute zeigen wir euch was anderes, und zwar unser Standort, unseren Shop, unsere Werkstatt und das Büro. Also bleibt dran. So, wir sind vor einigen Monaten da umgezogen. Das ist unser neuer Standort. Die Firma gibt es seit circa 2,5 Jahren. Hat sich alles sehr schnell entwickelt. Und wer wissen will, wie das alles so schnell gegangen ist, der soll bis zum Ende da bleiben. Dann werde ich kurz drüber reden. Zuerst zeige ich euch das Gebäude. Und wir fangen an, euch mal das von draußen zu zeigen. Wirklich ein richtig cooles Gebäude von außen. Wir haben schon einiges hergerichtet. Und das Coolste, glaube ich, ist unser Logo oben. Gestern haben wir auch noch die Aufkleber bekommen. Aber natürlich alles noch am Aufbauen. Dort alles wirklich viel Zeit und noch richtig viel Geduld, wenn man etwas aufbauen will, vor allem so einen Shop oder eine Werkstatt oder sonst irgendwas. Aber es geht langsam voran und ich bin zufrieden damit. So schaut das Gebäude von außen aus. Und jetzt gehen wir mal in den Shop rein, was natürlich nicht nur als Shop gilt, sondern auch als Showroom, und das würde ich euch von innen zeigen. So, unser Shop schrägt sich Showroom. Ich muss sagen, natürlich, das Verkaufen hier ist zweitrangig. Wir haben diesen Shop eher gegründet, aufgemacht oder wie man das auch nennen soll. Nur damit wir den Kunden mal zeigen, was kann man umbauen, wie schaut der Umbau aus, von der Ambientebeleuchtung, von einem Scheinwerferumbau, von einer Tachobeleuchtung und so weiter. Und stellen hier Umbauten einfach aus. Ja, das kommt richtig gut an, muss ich sagen. Also den Kunden gefällt das extrem, wenn sie herkommen können. Sie schauen sich das an. Sie können es angreifen. Also immer wenn man was angreifen kann, ist es natürlich viel besser. Oder wenn man das live sehen kann. Gefällt den Kunden sehr, kommt sehr gut an. Und ja, gehen wir mal so alles durch. So, da kommen so Scheinwerfer. Also ich muss euch natürlich gleich sagen, es ist noch nicht fertig. Das habe ich schon draußen auch schon gesagt. Dort wirklich viel Zeit, um alles zu machen. Und heute werden wir erst eine Lieferung bekommen, damit wir da ein bisschen mehr Sachen auffüllen und so weiter. Ja, da ist mal geplant, dass wir da Scheinwerfer ausstellen, die wir umgebaut haben, dass der Kunde herkommen kann und sagen, okay, so schaut der Scheinwerferumbau aus bei einem F30, bei einem, keine Ahnung, M65 und so weiter. Und der kann das halt live sehen. Hier stellen wir Tachos aus. Hier sind zwar schon, ist ein Tacho ausgestellt, der wird auch angesteckt und so weiter, damit man auch gleich sehen kann, wie schaut er aus, welche Varianten gibt es und so weiter. Drüben gleich auf der Gegenseite ein Multimedia-System. Ja, das ist auch sehr wichtig, dass der Kunde schon am Anfang sieht, was kann das Multimedia-System und so weiter. Das haben wir gleich angesteckt, aufgestellt, kommt auch sehr gut an. Hier haben wir Türverkleidungen, damit wir unsere Ambientebeleuchtung herzeigen. Eine E60 und eine F30 Türverkleidung, wo wir da verschiedene Farben herzeigen. Kommt wirklich auch sehr gut an. Ich sage das, glaube ich, schon zum vierten Mal, dass es sehr gut ankommt, aber ich glaube, jetzt habt ihr es verstanden. Ein paar LED-Rückleuchten hier in diesem Regal aufgestellt. Meistens alles für BMW, muss ich auch gleich sagen, da unsere Kunden hauptsächlich BMW-Fahrer sind und unsere Dienstleistung natürlich auch fast nur für BMW-Fahrer sind, aber natürlich auch für andere Autofahrer. Das ist so der ganze Shop. Es hat schon lange gedauert, um ihn aufzustellen, weil wir haben wirklich den Boden machen müssen, hier das Ganze, die ganzen Regale kaufen müssen, die Theke, die LED-Spots streichen und so weiter. Hat wirklich lange gedauert, aber wir kommen bald zu einem Ende. So, das war mal der Shop. Das wollte ich euch auch noch kurz sagen. Hier ist noch eine Kundenlounge geplant. Kundenlounge, aber auch so ein Besprechungsraum, wenn der Kunde kommt und eine Dienstleistung machen will, damit wir das kurz besprechen, was da jetzt auf ihn zukommt und so weiter. Weil wir haben ja eine Kundenlounge, die zeige ich euch jetzt gleich. Die wird aber auch schon zu klein, muss ich sagen. Manchmal sind halt zu viele Leute da und dann stehen da ein paar Leute und sind ein paar Leute draußen und so weiter. Mag ich nicht. Deshalb muss da unbedingt noch eine Kundenlounge hin. Aber es fehlen halt viele Sachen, muss ich sagen. Viele Sachen. Aber ich wollte euch trotzdem mal zeigen, was wir bis jetzt schon aufgestellt haben. So, gehen wir weiter zur Kundenlounge. Das ist halt sehr eine einfache Kundenlounge, muss ich sagen. Wir haben hier einfach eine Couch, eine Sitzecke mit einem einfachen Tisch. Netflix und PlayStation sind dabei, weil unsere Umbauten doch dann 4, 5 oder 8 Stunden dauern, vielleicht den ganzen Tag. Und dann haben wir mal Kunden aus Graz, aus Tirol, aus Salzburg da. Und die bleiben dann hier natürlich, die können nicht wegfahren. Und dann müssen wir sie irgendwie beschäftigen. Und das machen wir durch eine PlayStation und durch Netflix. Da kann man sich eine Serie oder eine ganze Staffel anschauen und dann ist das Auto schon fertig. Das war mal Shop, Schrägstrich Showroom und die Kundenlounge. Wir gehen rüber in die Werkstatt. Muss ich auch natürlich gleich sagen, dass sie nicht fertig ist. Also wir wollen da wirklich auch einige Sachen machen. Aber um da kurz diesen Begriff Werkstatt anzusprechen, es ist keine Werkstatt. Weil Leute, wir haben halt gar nichts mit Bremsen oder motorbezogenen Teile zu tun oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich nur Elektronik. Also sehe ich es mehr als Labor.
vielleicht darf ich das um in Labor. Weil es ist halt, Werkstatt ist so ein Begriff. Wenn man an Werkstatt denkt, dann, wisst ihr, was ich meine? Da denkt man an Mechaniker oder sonst irgendwas. Sind wir aber nicht. Und darum zeigen wir euch jetzt die Werkstatt. Und kurz gestört von irgendwen, aber es macht nichts. Gehen wir weiter in die Werkstatt. So, hier haben wir die Werkstatt, meine Damen und Herren. Nichts Besonderes muss noch aufgebaut werden und so weiter. Hier der Technikerraum. Und ja, da haben wir unsere Werkstatt auf ca. 90 Quadratmeter. Wir haben es abgetrennt mit einem Technikerraum. Wir müssen nochmal ausmalen, weil ich habe doch eine andere Idee jetzt und so weiter. Wir haben seit kurzem noch eine weitere Werkstatt da links oder rechts bekommen. Wir haben da die Mauer eingebrochen. Da ist was anderes geplant. Werde ich euch auch noch am Laufenden halten. So, kurz zur Werkstatt. Hier passen ca. 2 Autos rein. Aber wie gesagt, es ist halt keine Werkstatt. Keine kommerzielle oder konventionelle Werkstatt, sondern eher ganz was anderes. Ich sehe es mehr als Labor und so weiter, wo wirklich hier nur mit Elektronik-Sachen gearbeitet wird. Gibt es auch wirklich nicht viel zu sagen zur Werkstatt, gehört noch ein bisschen ausgebaut und so weiter, werde ich euch dann auf jeden Fall zeigen. Aber gehen wir wieder rein und auch rauf zu den Büros. Jetzt das Gebäude gesehen, den Shop und die Werkstatt und jetzt gehen wir rauf zu den Büros, da wir natürlich auch online sehr präsent sind, an einem Webshop arbeiten und so weiter, brauchen wir auch große Büros, muss ich jetzt sagen. Vor allem, wir haben auch einen Kundenservice und so weiter, da legen wir sehr viel Wert drauf und da brauchen wir natürlich Büros auch, die Hammer und zwar oben, die will ich euch jetzt zeigen, also rauf. So, also was wirklich nicht fehlen darf in einem Office, ist eine Küche und die haben wir, aber wir haben keinen Kühlschrank. Aber wenn alles gut geht, die Woche, das sagen wir aber jede Woche. Ja, eine ganz kleine Küche fürs Essen, oder? Für was braucht man Küchen? Aber sehr cooles Design natürlich, wurde alles, das habe ich euch gar nicht gesagt, von einem Innenarchitekten designt. Überall die gleichen Farben, das gleiche Holz und so weiter, schaut echt cool aus. Müsst mal vorbeischauen. Dann haben wir hier einen kleinen Konferenztisch, den wir aber auch als Tisch für die Mittagspause nutzen. Gehört aber wieder umgestellt, weil zu wenige da Platz haben und werden wir aber auch demnächst machen. Denn eine gute Freundin, sie ist Innenarchitektin, sie hat da ein bisschen umgestaltet und so weiter. Müssen wir fast noch ein Video drüber machen, wenn das alles fertig ist, weil da wird sich einiges ändern. So, dann kommen wir halt zu den, zum kleinen Office, das wir da haben für 6 Leute momentan. Hier wird der Kundenservice gemacht, die Grafik-Sachen, Videos, Fotos und so weiter. Am Webshop wird hier gearbeitet. Auch mein Arbeitsplatz ist da, wenn ich mal was zu tun habe. Wie ich schon erwähnt habe, ist da auch mein Arbeitsplatz. Ich bin aber wirklich selten dort. Nicht, weil ich nicht arbeite, sondern weil ich die ganze Zeit immer dumm laufen muss. Shop, Werkstatt und drauf. Aber geplant ist natürlich, dass ich auch mein eigenes Büro bekomme. Hoffentlich wird mir der Weihnachtsmann das erfüllen. Und das ist dann dort, wo momentan so ein Abstellraum ist. Dort gehört die erste Wand verglast, wird die erste Wand verglast und ein kleines Büro kommt rein, wo ich dann auch arbeiten kann. Das werden wir euch auch natürlich in einem anderen Video mal zeigen, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, das Büro mal oben haben wir jetzt mehr oder weniger abgehakt. Was wirklich cool ist und was ich euch zeigen will, weil ich sehr stolz drauf bin, ist die Mooswand. Die dürfen wir nicht vergessen. Ich habe euch ganz am Anfang gesagt, für die Leute, die uns kennen, ihr wisst ganz genau, wo wir jetzt vorher waren. In einer sehr kleinen Werkstatt, glaube ich, 70 oder 80 Quadratmeter, irgendwo am Ende der Welt. Viele Leute werden sich noch erinnern, da haben wir auch sehr viele Kunden gehabt. In, glaube ich, 2 Jahren oder so. Vielleicht werden wir auch kurz ein Foto einblenden, wie das dort ausgeschaut hat, für die, die nicht bei uns waren. Und in circa 2 Jahren, oder nicht einmal, circa 2 Jahren, haben wir uns dann getraut, diese Herausforderung in Angriff zu nehmen, mehr oder weniger. Es war wirklich sehr riskant und so weiter. Da müsste ich fast ein eigenes Video dafür machen, wie wir von dieser kleinen Werkstatt, Halle, Büro oder was es auch immer war, jetzt da hergekommen sind. Kann ich gerne ein Video machen. Hat aber sehr viel mit viel Arbeit, Disziplin und Geduld zu tun. Hat sich dann am Ende ausgezahlt. Es war auch hier ein Risiko, dass wir da einfach uns eingemietet haben und so weiter. Mittlerweile sind wir um die 6 Arbeiter, mich ausgeschlossen und bin natürlich auch sehr stolz drauf. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir ein kleines Video davon, wie wir das alles gemacht haben. Heute wollte ich euch mal nur das Gebäude zeigen, den Shop und so weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns gerne in die Kommentare
alle Fragen stellen. Alle Infos und alle Kontakte wie soziale Medien und so weiter sind in der Infobox unten. Ihr könnt uns gerne dort folgen, vor allem auf Instagram und so weiter, sind wir extrem aktiv. Das war das ganze Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Video.